Darf ich bitte mal vorbei? Herr Schimanski? Bin ich. Sie sind doch bei der Polizei, oder? Auch das, ja. Aber trotzdem wollte ich jetzt gerne meine Wohnung. Ich habe auf Sie gewartet. Aha. Wir wohnen auf der anderen Seite, im vierten Stock. Das heißt, meine Mutter wohnt da. So eine Blonde. Sieht wahnsinnig gut aus. Kennen Sie garantiert. Weiß ich nicht, kann sein. Und? Sie ist weg. Wer ist weg? Meine Mutter. Ich bin heute Abend aus dem Internat gekommen und sie war nicht da. Sie macht vielleicht einen Spaziergang. Oder sitzt in der Kneipe. Nee, sie holt mich doch sonst immer vom Bahnhof ab. Oder hinterlässt eine Nachricht. Auf jeden Fall ist die Wohnung total durcheinander. Können Sie sich mal nachsehen? Sieht echt schlimm aus. Ich habe Angst, dass ihr was passiert ist. Okay. Ja, haben Sie denn Werkzeug? Ein Dietrich oder sowas? Wieso denn das? Die Tür ist zugeknallt. Aha. Kein Schlüssel, nee. Ist das drin? Dann rufen Sie den Schlüsseldienst an, wir kommen auf nachts. Und dann klingelt den Hausmeister aus dem Bett. Puh. Bitte machen Sie doch wieder auf, das stimmt. Die Wohnung ist durchsucht worden, man hat meine Mutter entführt oder sowas. Mensch, mach auf, verdammte Scheiße! Dass sie so welche wie dich jetzt schon bei der Polizei nehmen. Da soll man noch Vertrauen haben. Aha. Ist ein guter Witz. Hab ich ihn schon 100 Mal gehört. Tut mir leid. Bist du immer so muffig? Ich meine sie. Ganz ruhig beim Du bleiben. Wir sind ja fast gleichaltrig, hm? Bitte. Sieht doch schlimm aus, oder? Nee, wieso? Sieht doch fast so aus wie bei mir. So hat's hier noch nie ausgesehen. Die Mutti würde die Wohnung nicht so lassen. Wie sieht das? Gibt es denn keinen, den man anrufen kann? Ein Vater zum Beispiel? Nee. Ach, hast du keinen? Unbefleckte Empfängnis, hä? Das habe ich schon 1000 Mal gehört. Zumindest habe ich den Typen nie kennengelernt. Interessiert mich auch nicht besonders. Was macht denn deine Mutter? Ich meine, was arbeitet sie denn? Die ist Geschäftsführerin. In so einem Laden. Spezialitätenrestaurant Hawaii. Kennst du das? Weiß ich nicht, glaube ich nicht. Stehe ich nicht drauf. Kommt man auch nur mit Krawatte rein. Und in dem Laden ist er auch nicht? Nee, habe ich schon angerufen. Mhm. Naja, du. Ich würde sagen, wir lassen erstmal alles so, wie es ist, nicht? Machen nicht die Pferde scheu. Warten noch ein bisschen. Und wenn nichts passiert, du, dann. Dann schalte ich mich ein. Findest du das? Nacht. Hier schlafe ich nicht, ich habe Angst. Ach, Mensch, also. Oh. Also gut, dann kommst du mir mit drauf. Moment, das ist mein Bett. Ist doch groß genug für zwei. Nee, du, ich hab dir die Couch da drüben gemacht. Auf dem scheußlichen Ding schlafe ich nicht. Nun, was ist? Du sag mal, wie alt bist denn du eigentlich? 24. Na, na gut, 23,5. Nun spinn ich rum, 14,5 und keine Stunde älter. Hm? 17, aber fast 18. Dauert nicht mehr lange.
Schimanski? Hä? Wie heißt du eigentlich mit Vornamen? Ach, mir ist es doch völlig wurscht. Ich heiße Katja. Katja Dominik. Dominik finde ich eigentlich viel schöner. Ob ihr was passiert ist, was meinst du? Was ist? Ob meiner Mutter was passiert ist. Du bist doch schließlich Polizist. Mensch, da habe ich schon ganz andere Wohnungen gesehen, du. Als ich noch auf Streife gegangen bin, du, da habe ich eine Wohnung gesehen, die war völlig verwüstet. Da hat ein Typ das Ganze, ja wirklich das ganze Mobiliar zertrümmert, weil seine Frau am Abend die Spülmaschine angestellt hat. Und das hat ihn beim Fernsehen gestört. Ich meine, hier hat er nichts getan, aber die ganze Wohnung war im Eimer. Du, vielleicht hat deine Mutter auch einen kleinen Krach mit ihrem Freund gehabt, hä? Und wo ist sie jetzt? Weiß ich nicht, du. In der Kneipe versöhnen sich wieder. Und gießen sich einen auf die Lampe. Ich weiß nicht. Elisabeth Behrens, in Duisburg, Friedrichstraße 28, wohnhaft. Bitte, Katja, nicht, sei vernünftig, bitte, Katja, Mutter, bitte, das ist meine Mutter, bitte, Katja. Das ist meine Mutter, du Schweiner, meine Mutter. Ja? Ich bring das nicht, du. Ich schaff das nicht. Bitte kümmere du dich um sie. Wieso? Du kennst sie doch viel besser als ich. Ich hab diese Kinderpsychologie nicht drauf, du. Ich sehe garantiert immer das Falsche. Bitte, Sanna. Du, deine Braut ist doch Lehrerin, Mensch. In solchen Situationen wird sich besser. Bitte. Gut. Ich bin Christian Tanner. Ich bin ein Freund von Ihnen. Wohin wollen Sie denn überhaupt? Will ich denn? Ich hab doch niemanden. Tja. Ich schlage vor, wir fahren jetzt mal weg von hier. Ja? Okay? Wo geht's nach Hawaii? Rüben. Hey, Freundchen, was willst du hier?
Mein Name ist Schimanski. Kriminalpolizei. Es geht um Frau Behrens. Die Betty ist nicht da. Wir machen jetzt abends auf. War sie gestern Abend hier? Wieso? Was willst du überhaupt von ihr? Sie ist ermordet worden. Wie ermordet? Ist sie tot? Das kann doch nicht sein. Doch, das kann sein. Leider. Aber wie? Erschlagen, erstochen oder erschossen? Oder wie? Sie ist überfahren worden und das mehrmals. Ist nicht schön, hm? Das ist Wahnsinn. Das kann nicht sein. Die Betty war immer so stark. So. Ich bin Leo. Ich mache ja alles, was so anfällt. Sie hat mich hergeholt. Oh, Irrsinn. Die Betty ist tot. Wie lange war sie gestern Abend hier? Unmöglich. Der Straub wollte sie gestern dringend sprechen und wie ich es ihr gesagt habe, ist sie auch gleich hoch. Unser Büro ist im 6. Stock oben. Muss so gegen 8 oder so gewesen sein. Wo ist denn passiert? Ich meine, doch nicht bei ihr zu Hause, oder? Ja, sie ist überfahren worden. Wie? Scheiße, ist mir schlecht. Wollen Sie hier raus, oder was? Ist schon das 6. Herr Straub ist nicht da. Es ist niemand da. Wo ist er denn? Geschäftsreise. Der kommt morgen wieder. Aha. Nett haben Sie es hier. Wir sind auch gerade umgezogen. Ah ja. Darf ich mich mal ein bisschen umschauen? Mein Name ist Schimanski. Mhm. Ich brauche eine Liste von den Leuten, die für uns dabei arbeiten. Oder in letzter Zeit gearbeitet haben. Hm? Ich weiß nicht, ich muss erst mal suchen. Oder den Straub fragen, wenn er wieder kommt. Ich brauche aber die Liste so schnell als möglich. Erstens habe ich jetzt Mittagspause. Und zweitens lasse ich mich nicht von dir dumm anquatschen. Fertig, wir können gehen.
War jemand sehr fleißig, was? Naja, es geht. In Straub fand sie beschissen. Der ganze Laden hat ihr gestunken. Nur Pseudo-Quatsch. Sie wollte was Eigenes aufziehen, aber der Straub hat sie nicht gelassen. Warum eigentlich nicht? Weiß ich auch nicht. Sonst hat sie fast nie über ihren Job, ihre Freunde oder Bekannten gesprochen. Naja, wir haben uns auch praktisch nur an Wochenenden gesehen und in den Ferien. Es war fast immer toll. Das ist von ihr. Die Tasche auch. Dann möchte ich noch einen Hamburger. Und ich einen Kaffee, bitte. Die Stiefel haben ihr gehört. Obwohl sie viel größer war als ich, haben wir die gleiche Schuhgröße gehabt. Schade, dass sie nicht mehr kennengelernt haben. Sie war echt lustig. Nicht so beknackt wie andere Mütter. Zahlen, alles zusammen. Guten Tag. Guten Appetit. Danke. Entschuldigung. Danke. Warum sind Sie eigentlich so? Wie bitte? Na so, ich weiß auch nicht. Mit dem anderen konnte ich mich gleich duzen, das war überhaupt kein Problem. Und sie könnte ich nie duzen. Im Internat gibt es sogar Lehrer, mit denen ich mich duzen. Tja, es gibt eben wenig Leute, mit denen ich mich duze. Ich finde das sie einfach schön. Ich finde sie trotzdem ganz sympathisch. Wie? Vielen Dank. Kommen Sie eigentlich mit dem anderen aus? Sie meinen mit... Ja, ab und zu vertragen wir uns. Meinen Sie, dass Sie den kriegen, das war? Ja, den kriegen wir. Der Straub ist ein Schwein. Der ist zu sowas fähig. Kennen Sie den Typen Flipper? Nie gesehen. Ich glaube, der folgt uns schon die ganze Zeit. Die Mutti ist tot und ich kann nicht heulen. Ich weiß auch nicht, warum ich das nicht kann. Sie ist tot. Sie kann keine Pommes frites mehr essen und keine Cola mehr trinken. Sie hat Pommes frites gehabt und Cola und Pommes mit Mayo. Was ist denn hier los? Katja. Siehst du den Typ hinter mir am Flipper stehen? Der kommt dann schon die ganze Zeit nach. Erst vor der Wohnung, dann hier. Nee. Was denn für ein Typ? Mensch, komm! Was machen Sie denn hier? Entschuldigung. Hab mich vertan. Ist das der Typ? Ja. Ich hab echt keine Ahnung, wovon du sprichst. Ich war es versehen da drin. Ich glaube, ich muss dir ein bisschen auf die Sprünge helfen. Ne? Was wolltest du auf der Damentoilette? Sag mir jetzt endlich, was du auf der Damentoilette wolltest. Lies es mir von den Lippen ab, ja? Was wolltest du auf der Damentoilette? Das habe ich dir jetzt schon 48 Mal erklärt. Noch kein einziges Mal, du. Mir auf jeden Fall nichts, hätte ich bemerkt. Mein Gott, ich habe mich vertan. Ich habe einen Abflug gemacht, weil ich Muffe hatte. Ich wollte einen Hamburger essen. Du hör auf, ja? Hör auf! Sonst wäre ich sauer. Willst du schlagen? Hau rein, Baby.
Den Gefallen tue ich dir nicht. Sag mir jetzt endlich, was du von dem Mädchen wolltest, hä? Nichts. Warum kapierst du das nicht? Wenn ich so viel Zufälle gibt's doch gar nicht. Vorm Haus, in der Imbissstube, auf der Damentoilette. Nur das kapiere ich wirklich nicht. Das ist ja nun dein Problem. Nicht ganz, mein Junge, nicht ganz. Ich behalte dich so lange hier, bis ich genau weiß, was du von dem Mädchen wolltest, du. So lange bleibst du auf diesem Stuhl, das jetzt nun wird, bis morgen früh dauert. Moment mal, Schuhe. Lass mich in Ruhe, bitte lass mich in Ruhe, ja? Was wolltest du von dem Mädchen? Chemie. Ach, Chemie. Es ist wichtig. Ich komm wieder, verlass dich drauf. Sag mal, habt ihr was zu rauchen da? Ich bin leider nicht Raucher, Herr. Was ist los? Kiefen hat gesagt, wir sollen Patschke gehen lassen. Was hat er gesagt? Wir sollen Patschke gehen lassen. Sag mal, der hat doch nicht alle Tassen. Klare Anweisung. Doch völliger Wahnsinn, Mensch. Man kann ihn doch nicht so einfach laufen lassen. Also, ich verstehe das nicht. Der hat es auf Katja abgesehen, ist doch völlig klar. Wir können gehen, Herr Patschke. Mensch, Tanner, sag doch auch mal was. Er hat recht. Du bietet dir ja nichts ein, du. Ich greife hier, das ist nicht auf Dauer. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Du hast jetzt 4 Stunden auf ihn eingeredet und nichts rausgekriegt. Wenn da überhaupt was ist. Der hat's auf Katja abgesehen, das ist doch klar, Mensch. Also ich. Horst. Horst. Was hätten wir dem Haftrichter morgen früh erzählen sollen? Der Typ hat sich in der Tür geirrt, hat Angst gekriegt und ist abgehauen. Okay, ich war in Ordnung, ist doch klar. Lach uns doch aus. Du ist doch völlig klar, ich weiß, ich bin wieder im Unrecht. Da hast du recht. Ich habe keine Lust ins Hotel. Ach Mensch, du, wir haben doch extra für dich ein Zimmer bestellt. Ich will in kein Hotel. Du, das beste Hotel von Duisburg, du mit Dusche und Farbfernseher. Der Scheiß interessiert mich nicht, ich will nach Hause oder nirgendwo hin. Ich will in kein Hotel. Mensch, Katja, du spinn doch nicht rum. Mensch, du bist doch schuld, dass ich nie nach Hause kann. Ich hab dir doch gesagt, dass es ernst ist, aber du liegst im Bett und erzählst irgendwelche Märchen von Idioten, die im Fernseher kaputt machen. Mensch, ich hab dir doch gesagt, jedes Mal
Anna kommt. Das ist doch schön, dass meine Mutter tot ist. Katja. Katja. Er kann nichts dafür, hörst du? Schlaf mich in Ruhe, du verkrampfter Büro-Heini. Wir haben irgendwelche Leute meine Mutter umgebracht und ihr tut nichts. Ihr seid mir alle anderen schuld. Komm. Ich will ins Hawaii. Zu Straub. Ich lasse den ganzen Laden auffliegen. Du gehst jetzt ins Bett und keine Diskussion mehr. Los, wir fahren jetzt dahin. Nein, das tun wir jetzt nicht. Mir 20 Pfennig. 20 Pfennig. Bitteschön. Was macht's denn jetzt schon wieder? Den Chef will nicht sprechen. Ja, dann sag ihm, Katja Behrens ist hier. Verstanden? Ich lasse den ganzen Laden auflegen. Ich lasse euch alle auflegen. Das werdet ihr mir büßen. Tanna. Rum. Rum. Es arbeiten noch mehr Leute an dem Fall. Nicht nur wir beide. Katja, die arbeiten rund um die Uhr. Wir kriegen den Täter. Komm, wir gehen zu ihm. Du kannst bei uns schlafen, okay? Du brauchst nicht ins Hotel. Wir haben Platz genug. Ist das okay? Ich habe meinen Hut drin vergessen. Was hat sie vergessen? Ihren Hut hat sie vergessen. Schimanski, ist Kiesling noch im Haus? Ja, dann gib mir doch mal schnell. Herr Kiesling? Schimanski, was hat hier Straub in München rein? Ja, sag mal, was tut der eigentlich den ganzen Tag? Der kommt doch nicht von selber. Ach komm, hör doch. Hör auf! Wo ist sie denn? Wo ist sie denn? Da drin ist sie nicht mehr. Spinnst du? Ja, was ist denn? Weg. Die ist abgehauen. Das ist doch wahnsinnig, du. Lässt sie einfach laufen. Warum hast du denn nicht auf sie aufgepasst? Du bist doch hinter ihr hergegangen. Ich wusste mal. Du bist halt wirklich bescheuert. Du hast einen Patsch gelaufen, du musst pinkeln. Ihr seid wirklich geborene Kriminalisten. Nein, ihn nicht an. Die hatte die Nase voll von dir, deshalb ist sie auch abgehauen. Und das wird jetzt aus dem Mädchen, kannst du mir das vielleicht mal sagen? Ne? Ist doch völlig hilflos. Wir greifen die doch jetzt, hier doch gar keine Chance. Ist doch nicht meine Schuld. Das ist deine Schuld. Entschuldigung, es war nicht so gemeint. Entschuldigung, ich hab mich bei dir entschuldigt. Ordnung, ich hab's gehört. Herrje, was soll ich denn sonst noch machen? Mensch, ich hab mich doch ganz korrekt bei dir entschuldigt. Ist okay, ich hab's ja angenommen. Soll ich dir die Füße küssen? Soll ich dir um den Hals fallen? Dich ein bisschen abknutschen? Warum nicht? Das Ding nicht kaputt! Ist schon. Tanne? Ja? Ja, das hab ich verstanden. Ja. Ja? Ach so, das ist natürlich was anderes. Ja, was gibt's? Ja, ist noch. Ja. Okay. Ja, okay. Wiederhören. Na, was ist? Ja, was ist? Nichts ist. Vielleicht hat die doch einen Freund hier. Warum müssen wir auch Kindermädchen spielen? Ist doch nicht unser Bier. Wozu gibt's ein
Polizeipsychologen, hä? Übrigens ist jetzt die Obduktion abgeschlossen. Man hat in ihrem Körper ein Projektil gefunden. Die Schussverletzung allein war schon tödlich. Ihnen hat es nicht gereicht, sie zu töten. Sie müssen sie auch noch verstümmeln. Sie muss einen ganz großen Hass gehabt haben. Der Todeszeitpunkt liegt zwischen 21 Uhr abends und 1 Uhr nachts. Also ich war in Ihrer Wohnung so zwischen 11 und 12. Naja, halb 12. Du brauchst ja keine Vorwürfe zu machen. Es war eh zu spät, komm jetzt. Ja. Warum suchen Sie ausgerechnet hier den Mörder? Wissen Sie, in welchen Kreisen sich Betty rumgetrieben hat, noch vor ein paar Jahren? Sie hat in Bars gearbeitet. In miesesten Schuppen. Wo man für ein paar Mark alles bekommen kann. Und wenn ich alles sage, dann meine ich alles. Verstehen Sie? Da sollten Sie sich mal umschauen. Wieso gehen Sie nicht dahin? Das werden wir ganz sicher tun, Herr Straub. Sagen Sie mal, was waren denn das für Schwierigkeiten, die Sie mit Frau Behrens gehabt haben? Wieso? Weil es Katja davon erzählt hat. Katja. Ist doch ein Terrorkind, total verdorben. Elisabeth ist nicht mit ihr fertig geworden. Ruft hier mitten in der Nacht an, aus Amsterdam, ohne Geld, ohne alles, weiß nicht mehr weiter. Und Elisabeth musste hin. Und sie hat nur solche Programme geliefert. Hätte man sich mal vornehmen müssen, richtig verdreschen, eins auf die Fresse, damit sie merkt, wo es lang geht. Sonst kapieren die das doch nicht. Ist doch idiotisch, sich von so einem Ball kaputt machen zu lassen. Aber Elisabeth ist auf jeden Schwachsinn eingegangen, hat jeden Mist mitgemacht. Sie hat sich von Katja terrorisieren lassen, das war ihr Problem, ja. Tja, manchen Kindern muss man eben den Verstand einprügeln, Herr Straub. Hatten Sie nun Schwierigkeiten mit Frau Behrens oder nicht? Ja, natürlich gab es ab und zu Schwierigkeiten und Meinungsverschiedenheiten. Ich will ein Lokal, in dem die Gäste nicht nur ein besonderes Essen bekommen, nicht nur ein spezielles Essen und einen besonderen Service, sondern auch eine besondere Atmosphäre. Und dafür bezahlen. Hm? Vielleicht auch mehr als anderswo. Nur muss das Publikum dazu passen. Die Gäste sind ein Teil der Atmosphäre. Das wollte Elisabeth nicht einsehen, dass nicht jeder hier hereinkommen kann. Und nicht jeder, wie er will. Dass für so ein Lokal bestimmte Formen wichtig sind, sonst läuft's nicht. Ja, das war's. Darüber haben wir's geschritten. Aber was erzähle ich Ihnen das? Schau's mal an, Leo. Wo waren Sie am Mittwoch? Also sagen wir mal so, zwischen 8 Uhr abends und 1 Uhr nachts. Zuerst war ich hier, dann bin ich nach Bochum gefahren. Und wo genau in Bochum? Rufen Sie im Club Terra an. Ich hatte da eine Besprechung. Wolfgang Patschke. Herr Straub, kennen Sie Wolfgang Patschke? Nein. Der steht auf Ihrer Personalliste, der arbeitet bei Ihnen. Der Wolli, der hat doch hier Gitarre gespielt. Der war mal mit der Betty befreundet. Ach so, der hat hier gearbeitet, ja, stimmt. Moment. Wieso ist denn die offen? Patschke. Herr Patschke? Hallo. Herr Patschke? Was machen Sie denn hier? Was ist los, ne? Was ist denn Patschke? Wolli ist im Krankenhaus, der sah ja schlimm aus. Ich habe den Krankenwagen angerufen. Ich habe sonst nichts damit zu tun. War ein Mädchen bei ihm, ungefähr 17 Jahre alt. Na, war ein Mädchen bei ihm? War überhaupt keine hier, es war echt unheimlich. Der Wolli konnte gar nicht reden. Haben Sie die Polizei benachrichtigt? Ruf doch nicht die Bullen an. Brauchen Sie überhaupt keine Angst haben. Wieso nicht? Seid ihr etwa Polizei? Nein, nein. Wir arbeiten bei der Halsarmee. Gott. Und ich hab gedacht, ihr gehört zu den Typen, die den Wolli fertig gemacht haben. Erkennen Sie denn die Typen? Oder haben Sie eine Ahnung, wer es gewesen sein könnte? Nein, überhaupt nicht.
Ich bin hier ganz zufällig vorbeigekommen. Hier. Katja. Ich gehe jetzt. Nein. Ich gehe jetzt. Nein. Ja, Tanne. Schicken Sie uns bitte 3 Leute in die Mechthildenstraße 11, bei Patschke. Ja? Hallo? Heute bin ich zu langsam. Ja? Katja? Katja, jetzt hör mal zu, ja? Katja, bitte hör mir jetzt zu. Katja! Schluss mit dem Kinderkram. Ich will nicht nach Hause. Ich kann in dem Haus nicht mehr schlafen. Bitte bring mich ins Hotel. Spät, das war gestern. Heute ist das Zimmer weg. Dann bring mich in irgendein anderes Hotel. Ich kann in der Wohnung nicht schlafen. Verstehst du das nicht? Ich bring dich zum Jugendamt. Ich kann besser auf dich aufpassen. Ich habe jetzt wirklich die Schnauze voll. Mensch, was habe ich denn gemacht? Ich war die ganze Nacht auf dem Bahnhof. Morgens bin ich ins Kino gegangen, habe ich den ganzen Tag verpennt. War dir deine Geschichte? Ich höre sowieso nichts mehr. Soll ich dir einen Film erzählen? Also pass auf. Da war ein Mann und eine Frau. Die hatten eine Tankstelle mit Imbissstube und so. Naja, und da ist eines Tages so ein komischer Typ angekommen. Der hat immer wahnsinnig gegrinst. Aber die Frau, die war unheimlich scharf auf den. Naja, und dann, der Typ ist da geblieben. Dann haben sie den Mann umgebracht. Völlig beknackt, Mensch. Wer hat wen umgebracht? Zimmer ist eins weiter. Nacht. Guten Nacht. Ich habe Angst allein. Und vor wem hast du Angst? Vor den Typen, die Wolli fertig gemacht haben. Ja. Das haben wir bei Wolli gefunden. Hast du mit ihm letzte Nacht verbracht? Sieht fast so aus wie meiner. Hast du gedacht, ich bin die Einzige, die sowas hat, hä?
trotzdem in Klamotten? Wenn ich bei kleinen Kindern schlafe, ja. Soll ich dir beweisen, dass ich kein kleines Kind bin? Die Helga. Naja, ist nicht eine richtige Tante. Eine gute Freundin von meiner Mutter. Aber schon älter. Ich kann zu ihr kommen. Sie wohnt in Moers. Bringst du mich hin? Weiß ich noch nicht. Muss ich mir erstmal überlegen, ob du da sicher bist. Also mit den verdammten Fritzen vom Jugendamt will ich nichts zu tun haben. Bring mich doch hin. Die Typen, die Wolli fertig gemacht haben, ja? Die sind doch hinter dir her. Bringst mich hin? Mensch, halt doch mal an. Da vorne ist ein Blumenstand. Meine Tante steht auf Astern. Was der Ganze sein soll. Mit Schwarzer, ich sag's dir ja schon. Ich hab keine Zeit mehr, du. Na? Da sind sie alle hinterher. Kokain. Deshalb haben sie die Mutti umgebracht. Frau, hä? Sie hat mir einen Schlüssel für ein Schließfach gegeben. Auf einer Bank hier in der Nähe. Ich hatte den verdammten Schlüssel längst vergessen. Wolli hat mich draufgebracht. Geh nur weiter. Meine Mutter hat mir gesagt, was Straub für ein Schwein ist. Ich wollte, dass ihr ihn kriegt. Ich habe angerufen und gesagt, ich will 200.000. Das Zeug ist über 1 Million wert, hat Wolli gesagt. Ich habe mir alles ganz genau überlegt. Ich habe gesagt, dass nichts läuft, wenn Straub nicht selbst kommt. Ich hätte nicht gedacht, dass er sich traut, mir hier was zu tun, bei den vielen Leuten. Außerdem warst du ja da. Ja, ich war da.
Zum Glück war ich da. Zum Punkt habe ich aber keine Lust mehr, meine Knochen hinzuhalten, wer so ein blödes Verloben ist. Du Zwerg, wolltest uns reinlegen. Was ist denn überhaupt los hier? Mhm. Ich verstehe überhaupt nichts mehr. Ja, sieht nicht gut aus für den Laden. Suchen Sie einen neuen Job. Mhm, ja, bitte, wer sagt's denn? Ist doch schon was. Okay. Ein großer Erfolg zu werden für die Rauschgefahrene. Nur wir stehen blöd da. Straub ist uns entwischt. Mit himmlischem Tau erquicke deine Seele, Gott der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Von der Erde bist du und zur Erde kehrst du wieder zurück. Der Herr aber wird dich auferwecken am jüngsten Tage. O Herr, gib mir die ewige Ruhe. Lass die ewige Ruhe. Herr, lass sie ruhen in Frieden. Nachmittag vielleicht, oder? Wann du willst. Ich möchte jetzt ganz gerne allein sein. Ich gehe ein Stück darunter und nehme dann den Bus. Heute Abend fahre ich ins Internat. Tschüss.
Ist dir was passiert? Meine Jacke. Wer interessiert du das so? Scheiße! Olli, wir wissen, dass es dir nicht besonders gut geht. Also, machen wir es kurz, nicht? Mir geht's blendend. Aha, naja. Bevor wir lange wieder rumblöden, kommen wir lieber gleich zur Sache. Also, wir haben heute das Hawaii ausgenommen. Wir wissen, dass du mit Koks und Tasch stiehlst. Wir wissen, dass du Katjas Mutter sehr gut gekannt hast. Wir wissen auch, dass sie für 2 Millionen Koks beiseite geschafft hat, und das wusstest du. Deswegen warst du hinter dem Mädchen her. Und deswegen haben dir auch die Typen von Straub eins aufs Auge gegeben. Was sagst du nun? Ich hab null Ahnung. Ich hab mit der ganzen Sache nichts zu tun. Olli, ich glaube nicht, dass Sie genau wissen, in welcher Situation Sie stecken. Man könnte auch annehmen, dass Sie sich mit Katjas Mutter ums Kokain gestritten haben. Ja. Da ist was Wahres dran. Warum sollte Straub Sie umbringen oder umbringen lassen, wenn er gar nicht wusste, wo das Zeug war? Sie waren der Einzige, der wusste, dass Katjas Kokain hatte. Szymanski meint, dass Sie sehr schnell in Mordverdacht geraten, wenn Sie weiterhin so wenig wissen wollen. Sie haben sie umgebracht, weil Sie das Kokain für sich haben wollten. Das ist doch totaler Flachkram. Das Zeug hätte für uns beide gereicht. Für beide zum Aussteigen. Aussteigen? Was heißt das Aussteigen? Raus aussteigen. Aus der U-Bahn. Was hatten Sie vor? Wo kam das Zeug her? Was hatte Frau Behrens vor? Schluss jetzt mit der Musikeinlage, du. Sag uns jetzt, was du von den Medien wolltest, sonst du, ich... Du, ich weiß nicht, ich... Ich zieh dich an Land wegen Mordversuch und das tut weh, du Schimmi! Und? Ja, okay, ist gut. Ist gut. Er hat ein Alibi. Sie können gehen, Herr Patschi. Was wie Alibi? Sie waren am Mittwoch von 5 Uhr nachmittags bis 1 Uhr nachts im Dschungel. Dschungel? Da muss ich ja total zugewiesen sein. Da geht das sonst nie hin. Kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Das ist ein völlig abgejubelter Schweineladen. Als Schluss war, muss man sie rausschmeißen. Im Dschungel? Sag mal, ich kann echt gehen jetzt? Selbstverständlich. Von hier bist du rausgefahren, du. Wolli, tust du mir einen Gefallen? Sag mir, wer dahinter steckt, ja? Wie die Geschäfte abgelaufen sind, wer die Hintermänner von Straub sind, du alles, was du weißt, ja? Bitte. Sonst muss das Mädchen auch noch dran glauben, du und das. Ich habe selber keinen Bock auf die ganze Scheiße gehabt. Es tut mir leid, ja. Mensch. Ich fieche mir ab und zu eine Nase ran, das ist alles. Mensch, ich hab selber einen Hass auf die Typen, die Betty umgebracht haben. Aber ich weiß nicht, wer dahinter steckt. Ich schwör's dir, ich weiß es nicht. Hier. Aber es ist auch nicht leicht. Tschüss, Jungs. Wir haben den blauen Mercedes gefunden, mit dem Katja entführt werden sollte. Der ist am 10. Oktober in Köln gestohlen worden. Und er hat die Spurensicherung in der Mangel. Straub fällt auch als Täter aus. Der hat für die fragliche Zeit ein einwandfreies Alibi. Der war die ganze Nacht im Terra. Ich habe das Gefühl, wir haben uns zu wenig um Alibis gekümmert. Wenn es einer
von Straubs Leuten gewesen ist? Warum sollte sie umbringen lassen, wenn er in das Kokain wollte? Und dann auf diese Art und Weise. Nein, 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 nein. Da ist es jemand um etwas ganz Persönliches gegangen. Hallo? Hallo. Möchten Sie etwas trinken? Einen Kaffee? Nein. Wie meine Großmutter in Holland immer sagt, erst haben wir so ein Leckerbach gegeben. Hm? Kein Kaffee. Kein Kaffee. Ein Tee? Limonade? Kakao? Am liebsten Milchshake. Milchshake? Ein Milchshake. Danke. Na? Geht's Ihnen jetzt besser? Katja, haben Sie die beiden Männer im Auto erkannt? Vielleicht waren es dieselben wie am Bahnhof. Das ist alles so schnell gegangen. Ich habe um mich geschlagen und getreten und da war ich schon wieder aus dem Auto draußen. Schade. Um Rauschgift geht's nämlich nicht mehr. Das war ja sichergestellt. Nein, Sie, Katja, Sie müssen etwas wissen, was für den Mörder oder die Mörder Ihrer Mutter sehr gefährlich sein kann. Denken Sie nach, denn das kann lebenswichtig für Sie sein. Hat Ihnen Ihre Mutter etwas gegeben, außer diesem Schlüssel mit der Schließfach? Sie mögen das nicht für wichtig halten, aber denken Sie jetzt nach. Hm? Nichts? Katja, Sie mögen das im Moment für unwichtig und belanglos halten, aber sagen Sie es mir bitte. Es muss nämlich einen Grund geben, warum diese Leute hinter Ihnen her sind. Hm? Katja, Sie sollten entführt werden. Doch nicht nur so zum Spaß. Sie müssen etwas gegen diese Leute in Ihren Händen halten. Katja, was ist das denn bloß? Verdammt nochmal, ich habe doch keinen blassen Schimmer, was die jetzt noch von mir wollen. Du hast immer Weih angerufen, das haben wir ja gehört. Du wolltest alle aufliegen lassen, ne? Das habe ich doch nur so gesagt. Meine Mutter hat immer auf den Laden geschimpft. Die wollte aussteigen, aber die haben sie ja nicht gelassen. Ich meine den Straub, deshalb bin ich drauf gekommen. Was hast du denn mit deiner Mutter am letzten Wochenende gemacht? Wir waren in Düsseldorf, wir sind von einem Laden zum anderen gelatscht. Dann waren wir noch in einem Espresso, da hat sie mir den Schlüssel gegeben. Hat sie dir denn öfter mal sowas zum Aufbewahren gegeben? Eigentlich nicht. Sie war schon ziemlich schusselig. Sie hat alles verloren. Schlüssel, Ketten, Ringe. Was hat denn sonst noch gemacht? Wo war er noch? Wir waren französisch essen. Dann bin ich zurück ins Internat gefahren. Am Sonntag hat sie keine Zeit gehabt. Und über was habt ihr euch den ganzen Tag unterhalten? Über wen habt ihr denn gesprochen? Fällt dir vielleicht was ein, was jetzt wichtig sein könnte? Wir haben über nichts Besonderes gequatscht. Sie hat mich nach meinen Freunden gefragt, ob ich mit denen penne. Darüber haben wir geredet. Sonst nur über Kleider und Schuhe. Du glaubst also, das bringt uns weiter? Das Gequatsche da über irgendwelche Klamotten und Edelbuttigen, ja? Und warum sollte sie entführt werden? Die weiß doch was. Ja. Was für ein Spiel spielst du eigentlich? Hä? Was hast du vor? Gar nichts, du kannst mir glauben. Du, es geht um dich. Nur um dich. Das sind Typen, die vor nichts zurückschrecken. Ich habe trotzdem keine Ahnung, was die von mir wollen. Ich lüge dich nicht mehr an, wirklich. Du kannst mir glauben. Ich würde dir gerne helfen. Hm.
Milchschnee und ein paar Kekse habe ich auch mitgebracht. Und wenn Katja was weiß, dann weiß ich nicht, was sie weiß. Danke. So sieht's aus. Was ich noch nicht verstehe, ist, dass die Typen immer noch hinterher her sind. Obwohl die doch annehmen müssten, dass Katja uns längst alles erzählt hat. Katja verheimlicht uns was. Was weiß ich, frag mich nicht. Die glauben vielleicht, dass die Mutter ihr alles erzählt hat. Ja, das ist möglich. Und was tun wir? Es gibt eine prima Möglichkeit. Die wäre? Wir wollen die Täter und die Täter wollen Katja. Wir schicken Katja als Köder auf die Straße und warten ab, was passiert. Sag mal, ist das dein Ernst? Nee. Ach, Quatsch. Wir bringen Katja jetzt gleich an einen sicheren Ort. Naja, vielleicht laufen wir uns noch mal über den Weg. Aller Ruhe an den Fall gehen. Was machst du denn wieder hier? Meinst du, ich lass mich hier so einfach abschütteln? Du bist also echt bescheuert! Das ist doch kein Spiel, Menschenskind! Die Typen sind hier überall, die greifen dich weg, bevor du überhaupt Piep sagen kannst. Du hast ja wirklich nicht alle im Kasten. Ich will den Mörder meiner Mutter kriegen. Du kannst uns doch nicht helfen, du weißt doch nichts. Du bist uns immer nur im Weg, wir können doch nicht immer auf dich aufpassen. Bring dich jetzt zurück, Schluss aus, Feierabend. Wie hast du das überhaupt wieder geschafft? Aus dem Fenster klettern habe ich im Internat gelernt. Zwei Stockwerke sind doch wohl kein Problem. Das bringe ich nicht, du. Auf die Dauer, du. Auf die Dauer bringe ich das nicht. Komm, lass uns zurückfahren, ja? Du? Ja? Ich glaube, mir ist doch nur was eingefallen. Was denn? Meine Mutter hat doch mal gesagt, dass sie den ganzen Laden auffliegen lassen will. Ja, ich weiß, Straub kenne ich ja, doch. Ja, sie hat gesagt, dann ist Pitt auch dran. Pitt? Ja, sie hätte was, womit sie ihn Zeit seines Lebens ins Zuchthaus bringen könnte. Ja, was denn für ein Pitt? Meine Mutter war mal mit ihm zusammen. Wir haben bei ihm gewohnt, in Oberhausen. Muss schon 10 Jahre her sein. Pitt hat dann keinen Nachnamen? Ich meine, was macht er denn? Herr Misch, das weiß ich doch nicht. Ich war ja noch so klein. Ach ja. Pitt. Und sonst nichts. Also, das ist eine Information. Vielleicht haben wir Fotos zu Hause. Ja, vielleicht habt ihr Fotos. Meinst du? Katja, wer ist das? Das ist die Annelie, meine allerbeste Freundin. Da waren wir noch in Bochum. Mhm. Ist er das vielleicht? Nee, das ist der Freddy. Der hat bei uns zur Untermiete gewohnt. Wahnsinnig beknackter Typ. Mhm. Ist das hier? Nee, der Peter muss unheimlich groß gewesen sein. Der hat mich immer auf seine Schultern genommen und rumgewirbelt. Das war ein unheimlich komisches Gefühl. Ich weiß nicht, wer das ist. Ist wahrscheinlich nur durch Zufall drauf. Scheiße, er ist nicht dabei.
Und bei mir ist auch kein Pitt oder Peter dabei. Ich bin durch. Ach, Feierabend. Vielleicht erkenne ich das Haus in Oberhausen. Katja, was ist denn nun? Ach Mensch, rechts oder links? Ich weiß auch nicht, wo es ist. Hier sieht doch alles gleich aus. Außerdem habe ich heute Geburtstag. Ich will jetzt feiern. Sie kommt. Happy Birthday to you. Happy Birthday to you. Happy Birthday. Fertig. Wo habt ihr das nur alles so schnell her? Wir haben einen Laden. Beschlagnahmt habt ihr das? Alles Gute zum Geburtstag. Oh, bitte schön. Süß. Und danke. Bitte, bitte. Alles Gute zum Geburtstag. Ja, komm. Saluti. Was ist? Wir gehen heute Abend beide aus, ja? Das wäre das allerschönste Geschenk, was du mir schenken kannst. Was, wir beide? Ja, wir beide, ganz alleine. Wow. Okay? Ach ja, Sie müssen die Kerzen ausmachen. Gleich, gleich, gleich. Und du ziehst den Anzug an, okay? Ganz schön. Du, ich habe ja gar keinen Anzug. Mach. Nein, bitte. Komm, bitte. Katja, bitte. Einen zu. Eins, zwei. Es gibt einen Film. Was für ein Film? Der Pitt, der hat mir auch mal so eine Torte geschenkt. Ich glaube, das war die allererste, die ich überhaupt bekommen habe. Da hat jemand gefilmt. Es muss einen Super-8-Film geben. Das hat mir die Mutti geschenkt. Da ist er. Halt mal bitte an. Fährst du noch mal ein Stück zurück? Den kenne ich, den Mann. Das ist komisch. Den habe ich schon irgendwo gesehen. Sind Sie angemeldet? Ja. Herr Henje? Ja. Ein Herr... Schimanski. Schimanski ist da. Er soll reinkommen. Herr Henje erwartet Sie.
Herr Szymanski? Was kann ich für Sie tun? Wir kennen uns schon, nicht? Bitte? Ich wüsste nicht. Ich habe leider ein sehr schlechtes Gedächtnis. Ich wusste gar nicht, dass Sie das Ganze hier gebaut haben. Dass Ihnen das praktisch ja alles gehört. Schön. Und hier drüber, da haben Sie noch so ein Penthouse. Ja, ja. Sie kommen wahrscheinlich wegen dieser ärgerlichen Sache im Hawaii-Club unten, habe ich recht? Sie kannten Straub gut, hm? Als er die Räume angemietet hatte, hatte ich mit ihm zu tun. Und wie ist es mit Frau Behrens? Stopp! Nehmen Sie Platz. Frau Fritz, die Mappe bitte. Momentchen. Nein, bitte lesen Sie vor. Unser Mandant, Herr Hans-Peter Henje, war von 1970 bis 1972 Frau Elisabeth Behrens freundschaftlich verbunden. Die Beziehung endete im Sommer 1972. Alle Rechte, die Frau Behrens aus dieser Verbindung herleiten könnte... Frau Fritz, bitte. Alle Rechte, die Frau Behrens aus dieser Verbindung herleiten könnte, sind nachweislich abgegolten. Die Kontakte mit Frau Behrens nach dieser Zeit waren rein geschäftlicher Natur. Frau Behrens arbeitete als Geschäftsführerin im Spezialitätenrestaurant Hawaii, dessen Räume Herr Henje 1977 an Herrn Straub vermietet hat. Wir möchten noch einmal ausdrücklich feststellen, dass unser Mandant weder mit Herrn Straub noch mit Frau Behrens außerhalb dieses Rahmens irgendwelche Kontakte pflegte. Um etwaigen Gerüchten, Spekulationen und Fragen vorzugreifen, erklären wir, dass Herr Henje am Mittwoch, den 14.11.1981, tagsüber zu einer dienstlichen Besprechung in Köln war. Ab 20 Uhr war Herr Henje beim Essen, zu dem das Baureferat der Stadt Duisburg geladen hatte. Anschließend ging Herr Henje mit einigen Bekannten in das Lokal Holiday, in dem er bis 2 Uhr nachts blieb. Bezeugen können, dass unter anderem die Herren Heinz-Gerd Hornig und Bernhard Löhr, gezeichnet Wiedenmeier und Ralf, Rechtsanwälte. Herr Szymanski, das ist für Sie. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, dann bitte ich Sie, sich mit unserem Syndikus, Herrn Wiedenmeier, in Verbindung zu setzen. Er ist genauestens informiert. Auf Wiedersehen. Fritz, die Linsenhof-Akte bitte. Und dann Nieport, Franzen und Lauer anrufen, aber bitte genau in dieser Reihenfolge. '75 war Henje in einen Bauskandal verwickelt. Es konnte ihm aber nichts nachgewiesen werden. 2 Jahre später dann hieß es, er sei bankrott, aber er hat sich wohl dann wieder selber saniert. Mit einer kleinen Nebenbeschäftigung. Koks aus Hawaii. Vor 2 Jahren gab es dann die Geschichte in Essen. Ein Mädchen, das vorher bei ihm auf einer Party war, wurde mit einer Überdosis in ihrer Wohnung gefunden. Ihr Freund behauptete, sie sei ermordet worden. Henje will das Mädchen nicht gekannt haben. Unter anderem ist ein Bernhard Löhr in diesem Verfahren als Zeuge aufgetreten. Das ist derselbe, der mit ihm am Mittwoch im Holiday war. Offenbar so eine Art Grundzeuge für ihn. Horst, Henje ist bisher aus allen Sachen ungeschoren rausgekommen. Diesmal kriegen wir ihn, du. Diesmal ist er dran. So? Und mit was bitte?
Sollen wir seinen Rechtsverdrehern hier sagen, dass Frau Behrens ihrer Tochter alles erzählt hat? Und dass ihr Mandant dran ist, wenn sie auspackt? Nein, wir haben nichts Handfestes gegen ihn. Absolut nichts. Du Schissmensch. Riesenschiss. Warum fährt er solche Geschütze auf wie dieses lächerliche Papier? Der hat immer noch vor Katja Angst. Danke. Sie war immer so fröhlich. Dabei muss sie doch unter einem wahnsinnigen Druck gestanden haben. Warum hat sie das sonst gemacht? Dielen. Sowas hätte sie nie gemacht. Sie hat das Hawaii garantiert nur von Pitt gekriegt, wenn sie mitmacht. Der muss sie immer zu was gezwungen haben. Ich kann mich an ein Telefongespräch erinnern. Mitten in der Nacht. Vor einem Jahr ungefähr. Sie war unheimlich aufgeregt. Sie ließe sich nicht andauernd zu was zwingen und sie würde nicht immer springen, wenn es ihm gerade passt. Das war garantiert Pitt. Das ist ein komisches Gefühl. Weil man plötzlich merkt, dass man seine Mutter eigentlich gar nicht gekannt hat. Dass man eigentlich gar keine Mutter gehabt hat. Jedenfalls nicht die, die ich meinte. Verstehst du das ungefähr? Nun weiß ich nicht. Ja, glaube ja. Meine Mutter? Meine Mutter, die war immer um mich rum, die war wie eine Glocke, du. Mein Vater ist im Krieg gefallen und meine Mutter hat mich wieder geheiratet. Also war ich die Nummer eins. Zwischen uns gab es nie Geheimnisse. Du bist unheimlich verwöhnt worden, was? Ja, kann man sagen. Ich habe immer auf mich aufgepasst, dass ich anständige Klamotten anhabe, dass ich regelmäßig bade und ins Wohnzimmer durfte ich nur, ich meine, das klingt jetzt komisch, aber ins Wohnzimmer durfte ich nur mit Pantoffeln. Oh. Also alles im allem, wie man so sagt, eine gute Kinderstube. Und jetzt? Jetzt? Weiß ich nicht. Ich glaube, sie hat sich langsam dran gewöhnt, wie ich jetzt lese. Ich glaube, sie ist auch ganz froh, dass ich Beamter geworden bin. Aber wenn sie mich jetzt so sehen würde, du in den Klamotten, du, ich glaube, der wird sie ausrasten. Woher hast du das Ding überhaupt? Das hier? Na, rat mal. Tanne? Logisch. Such dir eins aus. Darf ich zwei haben? Den anderen Sheriff auch? Okay. Die beiden. Wie sehe ich aus? Weißt du, eigentlich mag ich solche Typen wie dich gar nicht. Wieso denn das? Ich stehe mehr auf die schmaleren, die kleinen. Die halt zarter sind, verstehst du? Klar verstehe ich das. Kann man nichts machen. Komm mal wesentlich im Konflikt. Die Typen, mit denen ich bis jetzt zusammen war, die waren alle ganz anders als du. Ach, hast du schon so viele Typen gehabt? Ich weiß auch nicht. Irgendwie könnte ich mich in dich verlieben. Ich habe heute Nacht sogar von dir geträumt. Sag mal, willst du mich jetzt wieder verarschen? Ich stehe nicht auf so alte Knacker wie dich. Ich weiß auch nicht, wie das passiert ist. Ich hab mich in dich verliebt. Tust du mir einen Gefallen, hörst du auf? Und wie ist das mit dir? Ich bin ein paar Jahre älter als du. Nicht viel, aber es genügt. Ich bin volljährig. Wie alt bist du? Mit, ich könnte ein Opa sein. Hast du Angst, mit mir ins Bett zu gehen? Ich bin 18. Versteh das doch. Da ist doch nichts Verbotenes dabei. Oder willst du nicht mit mir schlafen? Magst du mich nicht? Thank you.
sind wir deshalb hier. Und jetzt? Jetzt hat er mich ja nicht mal gesehen. Komm, vergiss es. Wir zahlen. Ja, Tanner, ich bin's. Szymanski! Ja. Entschuldige, dass ich dich geweckt habe. Der Zwerg ist weg. Der Zwerg ist weg! Aber diesmal mit meiner Knarre. Ja. Ich hab gepennt! Tanner, bitte tu mir einen Gefallen, ja? Fahr so schnell wie möglich in dieses französische Restaurant, in diesen Laden da. Ja, ich fahr ins Hawaii. Okay. Danke. Vernünftig! Hast du meine Mutter umgebracht? Katja, gib mir die Pistole. Szymanski, bleib stehen! Tanner! Bleib stehen! Hast du sie umgebracht? Zähl bis drei. Eins. Zwei. Ich habe deine Mutter geliebt, Katja. Versteh doch. Ich habe sie geliebt und sie hat mich erpresst. Mir nicht mehr getraut. Das hat ich sie damals verlassen, aber das weißt du doch auch, Katja. Aber später habe ich begriffen, dass sie wirklich für mich der einzige Mensch ist. Ich wollte ihr vertrauen, um jeden Preis. Ich habe ihr das Schriftstück gegeben, damit sie mich völlig in der Hand haben konnte. Ich habe gekniet vor ihr. Und was hat sie gemacht? Sie hat angefangen, mich zu erpressen und zu verachten. Hast du sie ermordet? Sie wollte mich fertig machen. Hast du sie ermordet? Ja. Schriftstück. Ein Geständnis über meine Beteiligung am Rauschgifthandel. Das Mädchen in Essen und ein paar andere Sachen. Ja, wo ist es jetzt? Sie hat es. Bei Betty war es nicht, also muss sie es haben. Darum war ich auch so hinterher. Sie hat es nicht. Sonst hätte sie doch nicht geschossen. Sie hat es. Sie hat es, sie muss es haben.
doch zu dir. Okay. Und wo wohne ich? Nicht bei mir.